Ich fand das unterm Strich sehr spannend, auch für mich persönlich. Also ich meine, ich bin ja in diesem Gebiet gar nicht unterwegs. Normung, ich weiß, ich habe als Endverbraucher auch mit genormten Sachen zu tun. Aber ich kenne mich mit den Themen, mit der Themenlage gar nicht so aus. Und trotzdem hatten wir hier unglaublich viel mit den Themen zu tun, die mich auch beschäftigen. Also Stichwort Klimawandel. Also und die Frage, wie können wir dem etwas entgegensetzen? Wie können wir diese riesige Herausforderung angehen? Und genau darum ging es. Und deshalb fühlte ich mich doch gar nicht so sehr auf dünnem Eis unterwegs. Ich glaube, das Wichtigste aus meiner Sicht beim Thema Klimawandel und Verständnis dieses Klimawandels ist, dass ich glaube, viele Menschen wissen, irgendwie müssen wir was tun, aber es ist nice to have und davon müssen wir abrücken. Denn wir sehen diesen Klimawandel schon heute in den Daten wahnsinnig klar, deutlich und mit großen Schritten. Es ist das Tempo der Veränderung, was mir am meisten Kopfschmerzen bereitet, was uns allen Kopfschmerzen bereiten müsste. Wenn es heute in Deutschland 10 Grad wärmer wäre, wäre das kein Problem. Wenn es immer schon 10 Grad wärmer wäre. Aber wir haben eine Veränderung, die geht so. Und da müssen wir hinschauen und wir müssen diesem Klimawandel mit diesem Tempo auch wieder antworten beim Klimaschutz. Ich habe mir die Vorträge genau angehört und fand das ganz interessant, weil ich doch immer wieder etwas mitgenommen habe. Ein Punkt zum Beispiel ist, diese Digitalisierung, diese smarten Normen, diese Smart Standards, dass die eigentlich, wenn dort richtig angesetzt wird, dann haben wir die Grundlage gelegt für die Digitalisierung unserer Gesellschaft. Und da wird oft noch nicht richtig angesetzt. Also wir starten zu oft noch, wie hieß es in dem einen Vortrag, mit PDF. Und PDF ist nichts anderes als ein Blatt Papier. Das fand ich eigentlich ein schönes Bild. Und davon müssen wir uns lösen. Wir müssen da schon voll digital reingehen. Denn ich stelle mir auch immer die Frage, warum kriegen wir es nicht hin, auch bei der Digitalisierung schneller zu sein?